Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich habe mal wieder was Neues geholt und zwar diesmal ist es mal wieder was ganz Großes. Ja, eine Heißluftfritteuse und zwar von Beer oder Bear oder ja, der Bear Air Fryer. Soll insgesamt Fassungsvermögen haben von 3 Liter und da schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich habe schon mal einen, ja, so einen Heißluftfritteuse getestet. Ist schon ein bisschen länger her. Ja, die habe ich eigentlich dann, was habe ich mit der gemacht? Ich glaube, die habe ich weitergeschenkt in der Familie und weil die so begeistert waren. Aber jetzt ist wieder der Grund gewesen. Jetzt habe ich ein super Angebot gesehen und dann haben wir die wieder geholt. Ja, das ist die Beer, der Airfryer und den schauen wir uns jetzt zusammen an und werden natürlich auch kurz testen. So, hier haben wir die riesige Verpackung, gerade dass sich es noch irgendwie in dem Bild ausgeht. Ja, wir sehen es, so schaut es aus. Wenn man sich den Karton jetzt einmal so anschaut und einfach mal das hier weglässt, glaubt man, das hat irgendwas mit einem Kinderprodukt zu tun. Drehen wir mal kurz rüber, was sehen wir hier noch? Ja, die diversesten Einstellmöglichkeiten, wie der hinauskommt, der Behälter. Und hier noch einmal Airfryer und ja, alle möglichen Sprachen. Ja, für uns ist wichtig Deutsch und zwar wir haben das Modell A19A, ja, mit der Stromspannung natürlich, ja, mit der normalen Steckdose. Leistung 1350 Watt, das ist schon sehr, sehr gut und 3 Liter Fassungsvermögen. Ja, wir werden heute wieder solche leckeren Chips machen, weil die finde ich richtig geil, wenn man da halt so aus Kartoffeln die reingibt und das schmeckt dann irgendwie so wie beim Punschstand die Kartoffeln, nur dass halt dann Chips sind. Ja. Reden wir nicht um den heißen Brei, wir packen das Ganze mal aus. Öffnen wir die Verpackung. Als erster kommt uns gleich mal entgegen die Beschreibung. Ich glaube, wir werden das auch so schaffen. Hier ist schon das gute Stück und das ist wirklich riesig. So, hier haben wir jetzt den Airfryer. Schaut irgendwie wie so, wie soll ich das eigentlich sagen, irgendwie wie eine große, riesige Kugel aus, was ich jetzt gar nicht zuordnen kann, was das sein soll. Hier würde man jetzt eine Zeitschaltuhr haben, wie lange man es dann verwenden kann oder wie lange halt etwas dauert. Und hier ist dann zum Einstellen wie viel Grad natürlich. Und dann schauen wir mal, wie man diesen Hebel hier rausbekommt, wie man das Fach hier rausbekommt. Einfach nur rausziehen. Hier sehen wir nochmal die ganze Mechanik. Hier unten ist die Heizspirale drinnen und auch der Ventilator. Und hier ist das gute Stück, hier wird dann halt geairfried sozusagen. Ja, also hier wäre jetzt der Auffangbehälter, wo alles reinkommt. Und dann hätten wir hier noch so eine Art Dampfgestell, wo man dann extra noch einmal was drüber geben kann. Finde ich gar nicht so schlecht, somit hätte ich 2 Ebenen, was ich halt dann frittieren könnte. Und ja, das lassen wir einfach mal heraus. Ich habe vorbereitet wieder so klein geschnittene Kartoffeln bzw. wie Chips und die haben wir jetzt rein und dann schauen wir mal. So, der Airfryer ist angeschlossen. Wir stellen einen mal, ich nehme mal 200 volle Pulle und 10 Minuten. Ja, nach diesen 10 Minuten, ihr hört schon sehr, sehr laut, sehen wir uns dann wieder und dann werden wir schauen, ob es gut schmecken bzw. ob das richtig cool funktioniert. So, ihr hört es schon, es ist wirklich, wirklich sehr laut. Hier oben haben wir jetzt wirklich das Rad, wo wir dann einstellen bzw. auch starten. Ohne dem funktioniert das nicht, dass überhaupt gestartet wird. Vorne wird nur die Temperatur eingestellt. Wichtig ist, hier hinten ist ein Gebläse. Hier muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Und gleich ist fertig und dann werden wir kosten bzw. kurzes Feedback. So, es hat geläutet, wir sind fertig. Wir machen jetzt den Behälter auf und ihr hört es schon, ja, diese leckeren selbstgemachten Chips aus Kartoffeln sind fertig. So, und hier haben wir sie jetzt auch, sie dampfen sogar noch ein bisschen. Ich werde jetzt mal eines kosten. Und ja, nicht schlecht. Salz fehlt halt. Habe jetzt nicht da. Das Wichtigste zum Schluss, was ich euch noch gar nicht gesagt habe, die Farbe ist dunkelgrün. Schaut gar nicht so schlecht aus. Einmal ein bisschen was anderes. Es wirkt irgendwie so ein riesiges Ei. Also ich kann mir nicht helfen, aber es ist einfach wie ein riesiges Ei. Und ja, der Preis ist 75 Euro, bekommt ihr das in Amazon. Aber wenn ihr das direkt über die Seite kauft, von der Firma Beer, dann bekommt ihr da extra nochmal 15% einen Rabattcode. Ja, den habe ich für euch unten in der Videobeschreibung und cool, dass ich das gefunden habe, weil man spart sich doch was und dann kostet das ganze Teil nur 48 Euro und ja, inklusive Versand und das ist so gut wie gar nichts, weil ja, ich sage mal, so eine Heißluftfritteuse
kann man ruhiger mal ja, verwenden, beziehungsweise wenn es auch mal gebraucht wird. Ja, das ist jetzt der Airfryer, die Heißluftfritteuse von Beer. Ja, Marke kannte ich noch gar nicht, aber ja, durch ein Angebot auf Amazon habe ich sie gesehen. Bin einmal dann auf die Händlerseite gegangen und dann ja, war eigentlich die Errungenschaft klar, weil nochmal 15% mit dem Code rausgeholt, was sogar direkt auf der Seite angezeigt wird. Also das war jetzt nicht irgendwo ein Schnäppchen, wo ich so gefunden habe, sondern direkt über die Seite. Und darum muss ich sagen, hat sich's auf jeden Fall gelohnt. Ja, jetzt ist meine Frage an euch, habt ihr auch Heißluftfritteusen bei euch am Start? Wie gesagt, ich habe schon mal eine getestet, die habe ich dann in der Familie weitergegeben. Jetzt habe ich mal wieder eine geholt, weil das halt schon ein unschlagbares Angebot ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach aus, teste es mit euch zusammen. Ja, und jetzt steht sie hier. Ja, was sagt ihr dazu? Wie gesagt, habt ihr auch selber Heißluftfritteusen bei euch am Start oder habt ihr noch die klassische Fritteuse mit dem Öl? Finde ich auch nicht schlecht, weil somit wird es ein bisschen saftiger. Der wird halt dann ohne Fett frittiert und ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich sage mal, Ersteindruck ist okay. Design gefällt mir eigentlich recht gut mit diesem ja, Ei-Design. Oder wenn man sich jetzt auch ein bisschen so anschaut, es wäre dann irgendwie so eine, wie eine Flugzeugturbine, könnte man schon fast sagen. Also ja, optisch auf jeden Fall mal wieder ein Hingucker-Küchenteil. Ja, wie gesagt, der Link für euch unten in der Videobeschreibung, wo ihr es kaufen könnt, beim Händler direkt oder halt dann auf diversen anderen Seiten. Natürlich auch den Rabattcode, schreibe ich euch nochmal drunter, den findet ihr sowieso auch auf der Seite. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs freundliche Zusehen und dann bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.